Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bär. Genießen Sie cremige Rezepte mit Bär Camembert. Bär, cremiger Genuss seit 1922. Wir haben heute eine ganz besondere Person bei uns. Das Schweizerische Rote Kreuz hat eine Botschafterin geschickt. Es ist mir ein Vergnügen, euch Dominik vorzustellen. Dominik. Vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Ich war Skirennfahrerin. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, was das ist. Ich werde es euch später zeigen. Vor 5 Jahren habe ich die Goldmedaille an den Olympischen Spielen gewonnen. Ich hoffe, dass ich etwas für euch verändern kann, wenn ich in die Schweiz zurückkehre und eure Geschichte erzähle. Ich danke euch herzlich für den warmen Empfang. Wir hatten ein Vagabundenleben, als ich jung war. Also, wir haben in Zermatt gelebt, dann sind wir an Greifensee gezogen, dann auf Fischb, dann in Engadin. Und aufgewachsen für mich bin ich eigentlich im Engadin. Oder? Zwischen 4 und 11 bin ich im Engadin. Und als wir nachher auf Engelberg gegangen sind, war es einfach, weil meine Grosseltern hier schon ein Ferienhaus hatten. Darum war so viel Familie schon da und wir sind viele in den Ferien hier. Unsere Eltern haben uns immer sehr unterstützt. Natürlich war es nicht einfach, auch finanziell. 3 Kinder in so einer teuren Sportart. Ich meine, im Nachhinein realisiere ich schon, was sie alles verzichtet haben. Wir sind in dieser Zeit fast nie in die Ferien, wenn dann nur näher. Und das war natürlich schon von ihnen auch ein Opfer gewesen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, ist gut. Sieht auch mal gut aus. Ja. Yes. Ja. Dominik war sehr ein aufgewecktes Kind. Sie war sehr weit. Immer hat man das Gefühl, im Alter voraus. Also sie ist wirklich mit 6 Monaten im Bett gestanden. Mit 10 Monaten ist sie gelaufen. Dominik haben wir halt sehr früh auf die Ski gestellt. Das war ein bisschen egoistisch. Weil wir sehr extrem begeisterte Skifahrer waren. Wir sind wirklich bei jeder Möglichkeit sind wir auf der Ski. Und sie hat natürlich sofort mitgezogen und hat es super gefunden. Sie wollte auch immer einfach überall rauf. Überall rauf, immer. Und auch eben mit dem Stehen und dann auf die Ski und schon in der Wohnung. Sie wollte rumtappeln. Mit den Ski oder an den Füssen. Also sie wollte das einfach selber lösen, selber können und selber auf die Spitze bringen oder? Und vielleicht auch verarbeiten. Oder? Und hat auch wenn sie etwas gemacht hat, dann hat man wirklich nie müssen sagen, ja, aber da können wir doch noch etwas besser. Und das noch, sondern sie hat selber das besser machen. Heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Das Mädelgeburtstag. Und was darf sie?
Skifahren. Geh Skifahren. Meine Skikarriere hat wahrscheinlich angefangen, als ich bis 7 war. Und ich habe ja, einfach sehr, sehr gerne den Skisport gehabt. Und meine Eltern haben mich dann in den Skiclub geschickt. Und 1996, da war ich 11, habe ich dann das erste Mal so das wichtigste Rennen des Jahres, den UFO Grand Prix Final, für mich entscheiden. Das Vreni Schneider und der Mike von Grünigen sind so meine Kindheitshelden. Und auf einmal sind sie dann dort gestanden und haben uns Autogrammkarten verteilt und mir dann eben auch die Medaillen übergeben. Und das hat meine Motivation, um diesen Weg weiterzugehen und eben auch in diese Richtung zu gehen, sicher extrem gesteigert. Als ich 1996 das Rennen gewonnen habe in Sils, den UFO Grand Prix Final, sind wir in die Zentralschweiz gezogen. Und in der Zentralschweiz war damals ganz eine andere Athletin zuvorderst gsi und das war Fabienne Sutter. Fabienne hatte immer sehr viel Heimweh und ist nicht gerne gereist. Und durch das bin ich ja, noch mehr in Genuss von internationalen Rennen. Und ich bin in diesem Jahr vor allem im Slalom sehr, sehr gut gefahren. Und dann ging es darum, wer auf Sarajevo an das internationale Rennen. Und Fabienne wollte nicht gehen. Und ich durfte durch das dann von der Zentralschweiz aus dorthin gehen. Ecco Michela Figini, la ragazza che ieri era al comando e che aveva nettamente dominato le concorrenti. 22.34, miglior tempo, impostata bene questa curva. Eccolo ora al cambio a sinistra, entra nella porta rossa, sempre alta, sta andando bene, ha controllato bene gli sci, ha sopportato queste vibrazioni. Ora una curva importantissima, è uscita a mantenersi abbastanza alta anche in questa occasione. Arriva all'intertempo, 49.05, nettamente migliora. Attenzione al salto. Fra un attimo al traguardo nel tempo di 1.13.36, cancellata la prestazione della Kirchler. Gold medal Olympic champion Michaela Figini, Schweizerska, Switzerland. Hattest du einen guten Flug? Ja. Kompliment, großartig. Hier ist unser kleiner Flieger. Wollen wir? Klar. Machen den Rolling Takeoff, du der Post. Runway 15 identified, Seat 52. Power full, engine page, power good, speed is rising, temperature rising. Und rotieren. Wir sind unterwegs Richtung Split in Kroatien. Dort halten wir, um zu tanken. Und dann haben wir noch eine wunderschöne Etappe vor uns, Split-Sarajevo. Ich bin ziemlich aufgeregt. Es ist das erste Mal nach 19 Jahren, dass ich Sarajevo besuche. Und für dich? Für mich ist es das erste Mal seit 35 Jahren. Wirklich? Ja, es ist sehr emotional für mich. Für mich auch. Ich habe wunderschöne Erinnerungen an dieses olympische Abenteuer. Danach kam der Krieg und alles veränderte sich dort. Diese schrecklichen Bilder.
Die machten mir Angst, dass der Zauber von damals kaputt gehen könnte. Genau hier haben wir damals dieses Foto unserer Ankunft gemacht. Es gab sicher noch mehr davon. Was für ein Sauwetter. Hast du das gesehen? Es schneite an jenem Tag. Da war so viel Schnee. Ich erinnere mich noch gut, wie sich das verändert hat. Mir bleibt die Luft weg. Es waren so spitzige Häuschen. Ich glaube, die waren für die Zeitmessung oder für andere Dinge im Zusammenhang mit dem Wettkampf. Der Sessellift war das Ziel? Ja, da war das Ziel. Da waren so viele Journalisten. Ich war 18 Jahre alt und ziemlich klein. Diese vielen Journalisten, das hat mich komplett überwältigt. Ich wusste nicht mehr, wohin ich sollte. Ich war irgendwie vom Prato Leventina im Tessin nach Sarajevo an die Olympischen Spiele katapultiert worden. Alle Olimpiadi di Sarajevo. Als ich nach Sarajevo reiste, hatte ich all diese schönen Bilder der Stadt im Kopf, wie im Bilderbuch. Eine schöne Stadt mit Bergen. Als ich ankam, fand ich eine komplett zerstörte Stadt vor. Es war nur ein einziges Hotel offen und nur eine Bank, die wieder aufgebaut worden war. Das hat mich sehr berührt. Ich war ja noch ein junges Mädchen und konnte für einen Moment bildlich vor mir sehen, was ein Krieg anrichtet. Das hat mich sehr geprägt in meinem Leben. Erinnerst du dich noch an dein Gefühl, als du hier mit den Ski ankamst? Ja, aber ich denke, es war für mich anders als für dich. Klar, ich durfte hier Ski fahren, das war sehr wichtig. Aber ich erinnere mich vor allem an die Stadt, an meinen ersten Flug mit Gepäck. Das ist mir alles viel präsenter als der Wettkampf. Es war ein Wettkampf unter Jugendlichen. Das Niveau war nicht so hoch. Für dich war es anders, für dich war es dein wichtigstes Rennen. Ich schwebte irgendwie über dem Boden. Das war alles so emotional, dass ich das erleben durfte. Nicht nur die Wettkämpfe, sondern auch das ganze Drum und Dran. Das sind Erinnerungen, die mir wahrscheinlich mein Leben lang bleiben werden. Tada! Power full. Speed is rising. Temperature is rising. Oh dear. Und wo ich heiko bin von Sarajevo, bin ich dann in der Zentralschweiz nächste interregionale Rennen gefahren im Slalom. Nach dem ersten Lauf mit keine Ahnung extrem viel Vorsprung geführt und bin glaube sogar ein bisschen vor dem besten von den Jungs gsi und im zweiten Lauf habe ich dann das Kreuzband gerissen.
Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Videoblog. Heute zur Physiotherapie der Rennbahnklinik Muttenz. Wie man sieht, ist das eine sehr gut eingerichtete Physiotherapie. Mit ja, ich denke, die schwierigste Phase in meiner Nachwuchszeit war sicher, als ich die ganz schweren Verletzungen hatte. 2001, 2002, 2003. Wenn ich an die Zeit denke, ich denke eigentlich mega selten so zurück, wie ich jetzt zurückdenke, im Sinne von, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Sondern es war einfach, okay, ich habe das Kreuzband gerissen und dann bin ich einfach 3 Jahre lang verletzt gewesen, wieder zurückgeht, wieder verletzt gewesen. Als ich mich dann so jung, mit 14, schon verletzt habe, war klar, dass der grosse Traum, den ich hatte, Skirennfahrerin zu werden, dass das etwas war, das vielleicht nie Wirklichkeit wird. Ich glaube, das war auch etwas, das mich als Mensch extrem weitergebracht hat, dass ich auch einen Teil von dem Plan B ja sehr aktiv ausgestaltet habe. Wie geht es dem Bruder Kuno? Ja, gut, gut. Ihr seid meine mathematischen Begleiter. Eben, ja. Euch habe ich im ersten Gymi schon gehabt. Ja, das habe ich alle gehabt. Ihr habt immer erst UG gemacht? Ja, immer erst UG. Und Präfekte haben gesagt, wenn ich es mache, dann sei es viel ruhiger im Kollegium. Ach so? Ja. So lustig. Ja, das, ich weiß auch nicht warum. Ganz, ganz lang, bis ich an der ETH war, habe ich immer gesagt, der Pater Leonard ist mit Abstand der intelligenteste Mensch, den ich kenne. Ja. Weil ihr seid einfach so klar gewesen. Auch jetzt, wenn wir mit euch reden, das ist alles so. Ich weiß nicht, ihr könnt. Ja, genau. Ist das blöd? Nein, das ist schon recht. Und aber ich bin nicht der Gescheitste. Ja, für mich sind das lang gewesen. Und vor allem, wir haben es einfach so klar können erklären. Ich weiss noch, so erst das haben sie immer gesagt. Das kann ich gut erklären, haben sie immer gesagt. Der Pater Leonard hat mich dann wie können in diese Welt hineinziehen. Und ich wollte dann immer mehr wissen über Mathematik und über Physik. Und er hat mich auch extrem inspiriert, um nachher Physik zu studieren. Wenn ich mir überlege, ich habe halt schon so viel gesehen, als ich an die ETH gekommen bin. Ich meine, wir haben nicht alles ganz tief behandelt, aber ihr habt uns vor allem ein bisschen etwas gezeigt. Wir haben schon über also spezielle Relativitätstheorie haben wir alles durchgerechnet. Das weiss ich noch, als ich es nicht verstanden habe. Wir haben immer die Aufgabe gemacht mit dem Auto und dem Äpfel, das weiss ich noch so genau. Und dann das Auto fährt und man rührt den Äpfel aus dem Auto. Und dann musste man zeichnen, wie der Äpfel am Boden fällt, für einen Beobachter, der außen am Auto war. Und das ist bis heute, wenn irgendjemand mich fragt, was ist spezielle Relativitätstheorie, nehme ich immer das Beispiel. Dann bin ich sehr jung, vielleicht bin ich 12 oder 13, bin ich auf die Bücher vom Dalai Lama und vom Thich Nhat Hanh gestoßen und habe angefangen, so buddhistische Literatur zu lesen. Wirklich völlig Zufall, weil das bei uns in der Bibliothek war. Und weil ich auch gleichzeitig vorher schon extrem viel über die Kreuzritter gelesen habe und über die Hexenverfolgungen und also das Gefühl hatte, ja, das ist ein schwieriger Teil von der Geschichte, von der Religion und von der Kultur, in der ich aufgewachsen bin, habe ich dann wie in diesen buddhistischen Büchern eine Alternative gefunden, die mich sehr angesprochen hat und die mich auch sehr fasziniert hat. Und dann bin ich mit 13 dann in die Stiftschule gekommen, also ins Gymnasium Zengelberg. Und das Gymnasium Zengelberg ist eine Klosterschule. Ich bin protestantisch aufgewachsen, also reformiert, und bin dann in die katholische Schule gekommen. Und dort war es ein unheimliches Schlüsselerlebnis für mich, die Patres als Lehrer zu haben. So viele von diesen Lehrpersonen damals, die sich mit uns als Jugendlichen auseinandergesetzt haben, mit unseren Fragen und mit unseren kleinen Krisen auch. Und es hat mir so viel Frieden gegeben mit meiner eigenen Kultur wieder. Das war etwas ganz, ganz Schönes, das ich aus dieser Schulzeit mitnehmen durfte.
Ja, da sieht es immer noch genau gleich aus. Es schmeckt auch genau gleich. Das ist so gut. Da wird geschaffen. Ja, da hat man euch immer gefunden. Wenn man den Pater Leonard gesucht hat, dann hat man einfach da. Da hinten. Schon, oder? Immer noch. So gut. Da ist meine Burg. Ja, ganz genau so war es immer. Ja, ja. Sogar der Drucker ist immer noch der gleiche. Ist noch der gleiche? Der läuft und läuft und läuft. Und dann da haben wir ist immer tatsächlich Thomas, mich gerade neben Albert Einstein. Das ist fast ein bisschen zu viel der Ehre. Oder? Ja. Da ist jetzt der Pater Thomas immer noch. Mir ist noch aufgefallen, dass sie sehr rasch kapiert. Und ich sage immer, sie war eine von den Schülern, die ich hatte, die einmal gesehen, immer gewusst. Wir haben natürlich auch Pater Roman und Bruder Kuhn und so weiter. Wir haben immer am Fernsehen geschaut, wenn in der Rennen war, oder? Und dann haben wir immer Angst gehabt, dass sie umgeht. Und dann haben sie gesagt, oh je, jetzt ist sie wieder umgekehrt. Und hoffentlich hat sie sich nicht verletzt. Und, so. Und dann hat sie gesagt, ja, sie muss wieder operiert werden. Wie lange bist du operiert? 10 Mal, glaube ich. Ja, ja. Und wenn sie dann nicht gestürzt ist, dann haben wir gesagt, oh, jetzt ist gut gesehen. Ja, eigentlich schöne Optionen gsi, aber es hat mir damals einfach nichts bedeutet im Vergleich zu dem grossen Kindheitstraum, den ich immer hatte. Dort hat sie schon gekämpft. Also sie hat eigentlich Numerus Clausus für ein Medizinstudium locker bestanden und hat den FVS-Weg gemacht, zu dem Militärpiloten-Weg. Aber das hat ihr einfach alles nicht so viel bedeutet. Dann ist es wirklich so weit gekommen, dass ich sie halt dann amix geschücht habe, auf die Ski oder mache etwas, dass dir wieder besser geht. So kann es nicht enden. Ich kann nicht einfach da heiligen und denken, ja, das war es jetzt. Es war wie nicht fertig für mich. Sie war wirklich stark im Slalom und auch in der technischen Disziplin. Aber mit ihren Verletzungen ist der Slalom fast belastender für den Körper. Und da musste man halt auch müssen, die schnellen Disziplinen sind automatisch dazukommen. Speed mit Dominik war eigentlich für mich klar, gerade im ersten Jahr, als ich sie in der Gruppe hatte und als ich zusammenarbeiten mit ihr, war klar, dass sie eigentlich sollte und muss Speed fahren. Und ich weiss noch, ich glaube, der erste Tag, als ich auf Abfahrtsski gestanden bin, war auf der Eiberger Ecke, oder ich habe es einmal so in Erinnerung, und ich bin fast in den Skilift reingefahren. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit diesen 2,10 m Ski oder 2 m Ski, egal was es war, ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mit denen eine Kurve machen soll, mit meinen Knien, oder? Das hat noch wild ausgesehen am Anfang, aber sie ist sehr lernfähig. Und hat das eigentlich auch, also wenn man ihr etwas vorgeschlagen hat, hat sie sehr schnell können umsetzen. Und der Dominik hat irgendwie nicht aufgegeben. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht warum, was er gesehen hat in mir. Ja, irgendwie für mich ist klar gewesen, jetzt bin ich dort und jetzt bin ich eigentlich dort, wo ich hingehöre. Und jetzt muss ich die Chance packen. Für die Mannschaft war es auch schwierig, dass ich gekommen bin aus dem Nichts und niemand mich kennt hat.
und bin auf einmal so schnell gewesen. Und das war auch schwierig, mit dem umzugehen für die andere Athletin. Mein Empfinden von der Situation war natürlich, ja, es ist immer noch zu wenig gut, weil es ist wie nicht gut genug, dass die anderen bleiben bei der Rangverkündigung. Es ist nicht gut genug, dass die Trainer Freude haben. Es hat eigentlich niemand Freude gehabt, außer mir, dass ich so schnell war, oder? Und es war wie immer das Gefühl, es ist zu wenig. Und auch das Gefühl von dem Messer am Hals, quasi, wenn du es jetzt nicht packst, dann bist du wieder weg, oder? Dann bist du wieder in dem Niemandsland, wo du ja so lange gekämpft hast, um dort rauszukommen. Mesdames et Messieurs, bienvenue des Jeux Olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver! Ich bin auf Vancouver gereist, übelstes Wetter, es hat nur geregnet. In der ersten Woche alle Trainings abgesagt, wo wir endlich auf die Piste haben können, ist die ganze Piste das einzige Wellblech gewesen. Und dann hat es geheißen, ja, dort sind jetzt müssen wir fahren. Und ich habe einfach gedacht, ey, es ist deine Chance und jetzt nimmst du das Herz in die Hand und packst dich, oder? Weil die nächste kommt erst in 4 Jahren. Und bin dann Vollgas gefahren, mit ja, einer der besten Zwischenzeiten, also auf Medaillenkurs zum letzten Sprung gekommen. Und dann... Und dann liegst du dort im Ziel und ich hatte nur, glücklicherweise nur eine leichte Kinnerschütterung, aber dort ist wirklich so ein bisschen, ja, mein Skifahrerherz ist in Vancouver gebrochen. Schon die Verletzung 4 Wochen vorher, nach allem, was ich schon durchgemacht habe, ist ein riesen Enttäuschung war, aber trotzdem habe ich alles für das Rennen in Vancouver und trotzdem bin ich so sicher, dass ich dort in Vancouver die Medaille holen kann. Und dann ist wegen dem letzten Sprung, wegen dem letzten Tor hat es nicht geklappt. Und ich habe einfach gefunden, Entschuldigung für den Ausdruck, aber welcher Vollidiot überlegt sich so ein Geschick? Also wenn es Schicksal gibt, was ist das für ein Schicksal? Ich meine, du kannst doch nicht so dort im Ziel liegen und nach allem, was du investiert hast, ist das so quasi der Lohn gewesen, dort in dem Vancouver im Ziel liegen. Vancouver war der härteste Moment für mich in der Empathie für sie. Ich habe das richtig hart erlebt mit ihr. Und der Grund ist folgender: Wir haben dann über Jahre eine Strategie aufgebaut, die ihre Sicherheit vermitteln in der Vorbereitung, dass sie dann loslassen kann und an ihr Limit gehen kann. Weil ich auch gemerkt habe, dass das ein Bedürfnis ist für sich, eine Erklärung zu finden in dem. Weil Dominik hat dort auch eine Erklärung gebraucht, damit sie auch das hinter sich lassen können. Ready? Schön ein aber mal schauen. Ja. Im Wald geht es sicher, ja. Aber vielleicht oben. Ja, aber sie werden glaube ich sicher durchwirken, oder? Ja. Echt, das wird schon gut. Yes. Ja, es kommt gut. Yes, es kommt gerade ein bisschen gut. Porta Fortuna. Ja, Dominik ist für mich sicher
in allererster Linie so ein ganz grosses Vorbild gewesen. Als kleines Mädchen wollte ich ihr alles nachmachen. Es war sicher oft auch sehr, sehr anstrengend gewesen für sie, wahrscheinlich auch für den Marc, weil ich bin ihn einfach mal hinterdrein, egal was war. Wo gehst du heute hin? Auf die Titlis. Was macht man dort? Auf jeden Fall nicht Skifahren. Was denn sonst? Skifahren. Ja, Michelle war natürlich immer meine sehr, sehr junge Schwester. Wir sind fast 9 Jahre auseinander. Sie hat gerade die schwierige Zeit von mir erlebt, als sie 6, 7, 8 war. In einer Zeit, in der sie sicher extrem geprägt hat, dass ich immer so verletzt war, dass es mir nicht so gut gegangen ist in diesem Sport. Und es hat uns eigentlich alle sehr überrascht, dass sie trotzdem den Weg auch für sich gewählt hat. E allora attendiamo il traguardo, forza Michelle, restare davanti a Michaela Schifrin. 2:21.87, sì, 2:20.90. Ich habe dann angefangen, mit ihr zu arbeiten, im Sinne, dass ich einfach versucht habe, all meine Erfahrungen und alles, was ich erlebt habe, mit den Verletzungen, mit den Rennen, mit dem Druck, mit den Situationen, die ich auch hatte, ihr eigentlich zu geben. Dass sie nicht die gleichen Fehler machen muss wie ich, dass sie nicht die gleichen Momente erleben muss wie ich. Ich spüre einfach, wie von Jahr zu Jahr wird die Arbeit weniger. Im Sinn von, oder es verändert sich, ist vielleicht besser gesagt. Ich weiss noch, als ich das erste Mal da war, habe ich wirklich fast in jeder Kurve ihr noch gezeigt, da ist der Kurvenansatz und zu diesem Punkt musst du fahren. Und wenn da ein Zeichen passiert, gehen wir dort hin. Und sie hat mich in jeder zweiten Kurve mit so grossen Augen angeschaut. Und jetzt ist sie schon sehr, sehr professionell. Sie hat viel mehr Erfahrung, sie hat auch viel mehr Kapazität, man merkt es. Und weiß schon sehr gut, was sie will. Es gibt so punktuelle Momente, wo sie zurückschaut und dann gehe ich hin. Und in den anderen Momenten hat sie es voll im Griff und dann habe ich auch das Vertrauen, dass sie es richtig macht. Weißt, ich rede nicht über halbe Meter, auch nicht über Meter. Bei da ist einfach, du darfst nicht ganz ab dem Kurs fallen, du darfst nicht einen an den Hügel fallen, oder? Ja, wir haben einfach die Momente, wo ich einfach zuhören muss. Und das musste ich ein bisschen lernen. Oder? Aber das war von Anfang an klar gewesen, auf einer Besichtigung. Wenn sie mir sagt, wie es ist und wie es sich anfühlt, dann höre ich einfach zu. Und dann muss ich nicht eben als Schwester vielleicht dann diskutieren, sondern dann ist ganz klar, dass ich jetzt einfach zuhören soll. Und zwar ganz gut, weil das, was sie mir sagt, wird mir extrem viel helfen. Sag mir schnell 2 wichtige Punkte. Gegenzeit voll parat sein für das Tempo und die Wellen. Mhm. Überall schön mitgehen. Und dann, ja, ich würde sagen, ab 1 vor dem Coaches Corner, also schon das 2 vorher, aber von dort an halt umstellen und einfach wirklich auch den Flow mitnehmen mit diesen Kurven, dass es eins nach dem anderen aufgeht. Perfekt. Und halt spannend. Spannung haben, bereit sein, schön mitgehen, fein, Geduld und drauf. Führen ziehen, drauf, Spannung, fein, schön. Ganz genau so, ganz genau so. Juhu. Ja, den Moment vergesse ich nie mehr, wo ich dort. Ich bin unten am Parking gestanden. Ja, du bist ja schon relativ früh gestartet und ihr ja. Bei den 40er umeinander. Ja. So. Und dann sind wir runtergeläufert und die haben, Stigi und Franzi und so haben schon ein Auto gehabt. Und ich habe gesagt, hey, können wir nicht noch schnell Tamara schauen? Und dann bin ich dort gestanden, auf dem Parkplatz und dann siehst du ja oben den Follow-up. Und du bist schon geschissen gekommen, wie ein viel, viel zu tief aus dem Fischnetz raus. Und ich habe gesagt, bremse, bremse. Und du bist einfach voll auf die Kante. Und oh, einfach ja, wie in eine Mauer rein, das vergiss ich ja, nicht. Ja, so, ich bin dort zu spät reingekommen und ich genau gewusst, es geht nicht auf. Und dann dachte ich, gut, was mache ich? Dann jetzt vorher abbremsen. Und dann denke ich, ja, nein, du musst nachher abbremsen.
Dann bin ich irgendwie über in den Fallaway rein. Und dann habe ich so Luft gekriegt. Und bis ich dann nachher irgendwann. Und dann hat es mir auch ausgeschaltet. Also ich weiss von dort nachher gar nichts mehr, bis ich nachher unten gelegen bin. Dominik und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Und dadurch, dass wir halt das gleiche Alter haben, sind wir immer ein bisschen den gleichen Rennen gegangen und dann auch zusammen im Skiclub gewesen. Und auch früher zusammen trainiert. Und dadurch, dass wir beide sehr ehrgeizig waren und auch Freude hatten am Skifahren, haben wir so sofort also auch eine Verbindung gehabt und sind gut miteinander ausgekommen und haben viel Zeit miteinander verbracht. Ja, am Anfang war es natürlich so jemand, der wie ein Vorbild war. Sie war halt die Schnellste, die Beste damals. Und ich wollte so schnell fahren wie sie. Und irgendwann waren wir dann im gleichen Skiclub und haben auch zusammen trainiert. Und wir hatten immer ein lustiges Verhältnis, weil wir sind komplett wie Yin und Yang. Oder? Sie war immer sehr fokussiert und ich bin mehr so, habe noch anders gesehen, außer dem Skisport. Und, von dem her waren wir immer so die Pole gewesen, aber schon dann langsam eine Freundschaft daraus geworden. Aber ich glaube, als wir jung waren, sind schon fast mehr Konkurrenz denn irgendwann als so ganz, ganz tiefe Freundschaft. Wenn ich einen Moment von meiner Karriere müsste rausnehmen, wo wahrscheinlich am meisten Einfluss hatte auf den Rest, dann war es sicher der Moment, in dem Tamara aufhören musste. Ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo es für mich so schwierig war, um wieder einen Anschluss zu finden an eine Mannschaft, mich wieder einfügen in das Gesamte, war sie eine sehr, sehr wichtige Person. Das hat mir extrem geholfen, wenn ich mit ihr zusammen sein konnte und vielleicht mich auch mal hinter ihr verstecken konnte. Umgekehrt hat es sicher Sachen gegeben, die ich glaube, auch sie konnte unterstützen. Und das hat sehr, sehr vieles nachher beeinflusst und sicher auch dazu geführt, dass ich mich fast noch mehr angepasst habe und fast noch mehr versucht habe, mich neu einzufügen, wo ich gar nicht reingepasst habe. Bestätigt um 13.30 Uhr Ortszeit, 21.30 Uhr Schweizer Zeit. Ja, man hat endlich gewartet, lange gewartet, Tamara, aber jetzt kann man doch fahren. Das ist doch eine gute Nachricht. Ja, es ist eine positive Nachricht. Es ist natürlich das Verhältnis im Vergleich zum Training gestern komplett anders. Gestern bei strahlendem Sonnenschein. Come on! Referee said 5 seconds, and then they count 5, 4, 3. So she can leave any time after 5. Good check. What's going on out there? The speed come up 119 kilometers per hour. That is flying. I was up there on the closest one. I was there. It was a little bit bumpy. She had pushed a little bit wide and low, but keeps the skis nice and oben sehr gut, sehr gut. Nachher halt viel schneller. Ja. Bin ich drauf. Wow. Esther ist auch so weit runter wie du und nachher zieht sie ihn halt noch schön zu. Es ist halt, das wird sehr beschleunigt. Was haben Sie schon, sich so viel Ängste zu haben? Ja, Micken will dann auch nicht viel Speed gemacht, hast du das? Ja, vorletztes Jahr auch. Ja, du. Es ist halt jetzt ein bisschen anders nach der Verletzung. Aber schlimm. Also jetzt heute war sicher ein Schritt zu gestern, oder? Ja. Aber Fehler sind dumm. Da unten war richtig dumm. Als ich das Loch verwutsche, vertreibt es mich und verliere das ganze Tempo. So
ich glaube, sie muss sowieso durch das durch. Also, das sind halt ganz wichtige Momente in einer Karriere. Das sind die, die meistens nicht so im Rampenlicht sind, aber es sind die, die dich stärker machen und es sind die, die du extrem daraus lernst. Und ich glaube, Michelle hat sehr, sehr viel gelernt von heute. Und wir haben immer versucht, das aufzubauen, langfristig. Und ein paar Mal ist es unglaublich rausgekommen, gerade hier in Lake Louise, wo man es nie erwartet hat. Und jetzt ist es mal auf die andere Seite gekippt. Und ich glaube, auch aus dem heraus gibt es unheimlich vieles, was ich mitnehmen kann für ihre Zukunft und für die nächsten Rennen und für die nächsten Jahre. Also für mich war der Sport eine ganz grosse Lebensschule. Ich musste durch sehr viele Tiefen, ich habe sehr viele Rückschläge erlitten und immer wieder aufstehen. Wenn ich aber zurückschaue, muss ich auch sagen, du bekommst immer Chancen, im Sport etwas zu lernen. Ob du wirklich etwas daraus lernst, ist ganz eine andere Frage. Und jeder hat ganz einen anderen Weg. Der Sport ist eine Lebensschule, aber es ist wie jede Schule. Ob du am Schluss etwas daraus gelernt hast, wirklich oder nicht, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie du es erlebt hast und was du daraus gemacht hast. Ich war sehr allein in diesem Sochi. Ja, es war einfach das Gefühl so gross von dem, dass ich wie versagt habe, bis zu einem gewissen Grad auch. Also für mich selber am Start habe ich mir wie gesagt, wenn du ins Ziel kommst, bevor du auf die Tafel schaust, musst du schnell in dich selber schauen. Und du musst Antwort geben, ist es alles gewesen? Habe ich alles gegeben? Und ich bin ins Ziel gekommen. Und ich habe so eine Sekunde am Boden geschaut und habe mir überlegt, ist es alles gewesen. Die Schweizeri, Dominique Gisin. Medaglia d'oro! Medaglia d'oro per Dominique Gisin e Tina Mase. Dominique Gisin! An der Rangverkündigung war es auch ein Moment von allein sein, wo es sehr schön war, weil ich auch gewusst habe, einen grossen Teil von dem, warum ich jetzt hier bin, habe ich auch allein geschafft. Wie sagt man Danke? Ella Ballet bedeutet Danke. Und was heißt Guten Tag? Also Ella Ballet bedeutet Danke und Elo Ale Guten Tag. Okay. Also für mich war immer klar während meiner Karriere, dass ich mich für eine Organisation engagieren will, die versucht, ärmere Länder, Länder, die weniger Glück hatten als mir, etwas voranzubringen. Und das war etwas, was mir am Herzen gelegen ist. Das bin ich. Das ist Skifahren. Dort ist es kalt, nicht so heiß wie hier. Ich bin die Kälte gewohnt. Das ist die Medaille. Das bin auch ich mit der Medaille. Bei der ersten Reise ist mir extrem schwer gefallen. Und an jedem Ecke denkt, hey, wenn ich hier nur 100 Franken gebe, dann ändert sich alles. Und Schritt für Schritt merkst du aber auch, wie viel das dahinter steckt, wie viel das es braucht, dass schon nur die kleinsten Sachen sich ändern. Und eben nicht nur ändern, indem du einen Stein anbaust, sondern sich ändern, weil man langfristig eine Änderung bewirkt. Und die langfristigen Änderungen, die müssen aus der Gesellschaft heraus entstehen. Und ich glaube, dort habe ich auch sehr viel Demut gelernt.
ich kann ein bisschen etwas helfen mittragen, ich kann ein bisschen etwas helfen zeigen, was es braucht. Aber ich glaube, am Schluss muss man vor allem die Leute vor Ort befähigen, sich selber zu helfen. Weil sie sind mündige Menschen und sie können sich selber helfen. Und sie können sehr viel mehr, als wir ihnen vielleicht manchmal auch zumuten. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, um damit umzugehen. Dass ich auch wie nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt da jemand, der weiss auch nicht, was alles verändern kann. Am Schluss kann ich nur versuchen, ihnen zu helfen, sich selber zu helfen. Weißt du, die Männer bemerken eine schöne Frisur gar nicht. Normalerweise stehen meine Haare in alle Richtungen ab und es stört sie gar nicht. Zum Glück bist du da. Es ist jetzt viel schöner. Also, ich bringe euch jetzt ein Wort auf Schweizerdeutsch bei. Grüezi. Und noch eins. Danke. Ja, natürlich kann man in so Ländern mit ganz, ganz kleinen Sachen jemandem eine ganz, ganz grosse Freude machen. Aber ich glaube, das ist bei uns nicht anders. Bei uns gibt es auch Tage, wo wir Autogrammstunden geben und ein kleines Mädchen kommt. Und für sie ist das Allergrösste in ihrem Leben, wenn sie jetzt so ein Autogrammkärtchen bekommt oder ein Foto mit uns machen kann. Und ich glaube, dass man das einfach nie vergessen soll. Egal, wie gut es einem geht, dass man die kleinen Sachen im Leben nicht vergessen darf, dass sie einem auch glücklich machen. Ihre grösste Herausforderung war, ihren eigenen Weg zu finden und den Frieden zu finden in ihrem eigenen Weg. Und ich weiss noch, bis spät in ihrer Karriere hat sie mir gesagt, dass sie gern viel mehr Rennen gewonnen hat. Ich habe ihr immer gesagt, Dominik, was du geleistet hast und mit deiner Geschichte und was du geleistet hast, bist du viel mehr Inspiration für ganz viele Leute, als wenn du 20 Siege oder 30 oder 40 Siege hast. Aber ich merke, dort ist sie einfach auch eine wahre Athletin. Eine Athletin, die den Wunsch hat, viel Siege einzufahren. Ja, als ich nach meiner Karriere mich an die ETH angemeldet habe, war klar, dass ich Physik machen will. Ich habe mich brutal in das hineingeworfen und habe wirklich alles gegeben. Aber wenn ich jetzt noch mal entscheiden könnte, würde ich wahrscheinlich eher an die Uni studieren, weil es vielleicht gerade so ein Zacken, ein ruhigeres Tempo wäre. Natürlich, ich musste schon feststellen an der ETH, das ist fast wie Spitzensport. Oder? Du hast die besten Jugendlichen fast von ganz Europa, die da Vollgas geben und alles aufsaugen, wo die genialsten Professoren ihnen mitgeben. Es war unglaublich bereichernd, so einen kleinen Blick in das erhaschen, aber ja, es wäre fast gewesen, wie wenn du nach der Matura zuerst dein Studium machst und deinen Abschluss und deinen Doktor und deinen Professor und dann mit 32 findest, komm, oder mit 29, sagen wir, mit 29 findest, komm, jetzt versuche ich es gleich noch mit dem Skisport und schau mal, ob ich noch in den Weltcup komme, oder? Das ist dann schon ein bisschen zu extrem. Es ist nicht das permanentes Wollen besser werden in etwas, aber ich hoffe, dass ich immer etwas finde in meinem Leben, wo ich noch etwas verändern kann, wo ich noch etwas mitgestalten kann. Weil ich glaube, wenn
wenn das nicht mehr da ist, wenn nicht mehr die Freude am Mitgestalten und am Mitentwickeln, wenn die weg ist, dann ist für mich wie nichts mehr da. Und darum hoffe ich schon, dass immer etwas wird da sein bis ans Ende von meinem Leben. Und wenn es noch ist, dass ich lerne Cello spielen mit 80. Für mich ist das halt Leben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bär. Genießen Sie cremige Rezepte mit Bär Camembert. Bär, cremiger Genuss seit 1922.